Was geht ab, Leute? Wir befinden uns mitten in der Weihnachtszeit, die schönste Zeit des Jahres. Ich dachte, gucken wir doch mal, woher kommt eigentlich der Weihnachtsmann? Ich erzähl's euch. Der Weihnachtsmann, doch, den gibt es. Ja, ihn gibt es. Und jetzt kommt mir nicht mit, der ist ausgedacht. Nein. Der ist nicht ausgedacht. Der Weihnachtsmann, den gibt es tatsächlich. Nicht in der Form, wie wir ihn kennen, mit Rentieren und einem fliegenden Schlitten, einem unendlichen Geschenkesack wie bei Santa Claus. Das Weihnachtsfest geht zurück auf Jesus Christus. Wir feiern die Geburt von Jesus, deswegen ist es ein christliches Fest. Deswegen feiern viele Moslems oder Juden dieses Fest auch nicht, weil sie sagen, ist nicht unser Gott, Bro. Aber das Weihnachtsfest geht zurück auf Jesus. Ja, gut, Jesus wurde im Sommer geboren, das sollte allgemein bekannt sein. Und ja, es wurde auf den 24.12. gelegt, das Weihnachtsfest, damit es eben für die heidnischen Bräuche nicht so eine große Umstellung ist, wenn sie nicht mehr die Wintersonnenwende feiern, die eben zu diesem Zeitraum ist, sondern die Geburt Jesu. Das war natürlich ein geschickter Schachzug von den Missionaren hier in Good Old Germany und allgemein den Heidenbereich, weil die eben schon dieses Fest hatten und es dann einfach übernommen haben und gesagt haben, ja gut, dann dass der am gleichen Tag ist, dann können wir auch einfach feiern, dass da ein Kind in der Krippe geboren wurde. Doch woher kommt der Weihnachtsmann? Denn der hat eigentlich darin nicht so viel zu suchen, denn der Tannenbaum kommt eben von einem alten heidnischen Brauch. Doch der Weihnachtsmann ist auch dort nirgends zu finden. Also woher kommt der Weihnachtsmann? Und ich sag's euch, er ist aus der Türkei. Ja, er ist ein Türke. Er hatte vermutlich lange schwarze Haare, hatte einen etwas dunkleren Teint als ich jetzt zum Beispiel oder wir anderen Europäer. Jesus zum Beispiel hatte auch eher dunkle Haut und sah eher aus wie ein Araber als wie ein blonder, weißer. Aber der Weihnachtsmann, wir wollen über den Weihnachtsmann reden. Und der ist damit eigentlich auch schon näher an Jesus dran, als man immer denkt. Denn sie kommen eben beide aus dieser Mittelmeerregion. Der Weihnachtsmann führt zurück auf den Bischof Nikolaus von Myra. Er hieß Nikolaus und war Bischof von Myra. Dass wir diesen Mann auch feiern am Nikolaus, sollte allen jetzt klar sein, denn am 6. Dezember ist eben der Nikolaustag. Dort wird der heilige Nikolaus gefeiert. Warum wurde er heilig und warum geht auf ihn der Weihnachtsmann zurück? Naja, das ist eine ganz coole Geschichte eigentlich. In Myra lebte ein Mann, der hatte 3 Töchter. War aber sehr krank, konnte nicht arbeiten, hatte nicht sehr viel Geld und sein letzter Ausweg, um sich und seine Töchter irgendwie über Wasser halten zu können, sah er darin, seine Töchter als Dirnen, also so eine Art, sie in die Prostitution zu schicken. Erstmal uncool. Allerdings hat das der Bischof mitgekriegt. Der Bischof von Myra, der heilige St. Nikolaus, hat vor kurzem, glücklicherweise, sehr, sehr viel Vermögen geerbt. Ich sage Vermögen, weil ich nicht weiß, ob er Geld oder Gold geerbt hat, denn die Geschichte weist eher darauf hin, dass er Gold geerbt hat. So ging der heilige St. Nikolaus nachts heimlich ans Fenster und schmiss dort 3 fette Goldklumpen durchs offene Fenster in den Schlafraum der Töchter. Die haben das am nächsten Morgen gefunden, der Vater und die Töchter völlig außer sich, mega happy, Prostitutionsgeschichte weg, wir sind rich, alles cool. Fröhliche Weihnachten. So entstand das, dass der heilige St. Nikolaus heimlich Geschenke bringt, woraus dann später der Weihnachtsmann wurde, weil ja der in der geweihten Nacht eben kommt. Der Mann, der in der geweihten Nacht kommt. Im Englischen ist es noch ein bisschen eingedeutiger, da ist es eben immer noch der Santa Claus, St. Nikolaus. Das erklärt im Übrigen auch, warum der Weihnachtsmann, wenn man einen Original-Schoko-Weihnachtsmann kauft, nicht bei Milka oder Kinder oder so, sondern der Originale, ich weiß nicht genau, welcher das sein soll, der hat wohl 3 goldene Äpfel immer mit dabei. Das geht eben zurück auf diese Goldklumpen, die wahrscheinlich so groß waren wie ein Apfel. Deswegen trägt der Weihnachtsmann übrigens auch rot-weiß, was nicht auf Coca-Cola zurückgeht, sondern eben einfach auf die damalige Bischofstracht. Die war eben weiß mit rot. Coca-Cola hat es halt gut für sich vermarktet, aber Coca-Cola hat den Weihnachtsmann weder erfunden, noch haben sie ihn rot-weiß gefärbt. Es gibt allerdings wohl einen Weihnachtsmann, und das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, es gibt scheinbar einen Weihnachtsmann in Russland. So wurde mir von einer russischstämmigen Dame mal erzählt, ein Weihnachtsmann in Russland, der wohl weiß-blau trägt. Ob das stimmt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Wenn ihr nichts wisst, dann schreibt trotzdem rein. Und damit ist die Legende erklärt, der Weihnachtsmann ist Türke. Er hat goldene Klumpen durchs Fenster geschmissen, wodurch der Geschenkebrauch kam, hat damit 3 Mädchen vor der Prostitution gerettet. Übrigens hat der heilige St. Nikolaus noch ganz andere Wunder getan in der Zeit seiner Schaffenszeit als Bischof von Myra. Wenn ihr darüber ein Video haben wollt, dass ich euch die mal ein bisschen erzähle und aufdrösel, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr allerdings nicht wollt, dass ich ein Video darüber mache, aber trotzdem wissen wollt, dann googelt es einfach, denn ich habe das auch nur gegoogelt, Leute. Das war's mit dem Video. Jetzt wissen wir alles, was wichtig ist. Und zum Abschluss macht mir noch ein Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr dieses Video bis jetzt gesehen habt, dann abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace. Weil ich es kann. Weil ich es kann.
kann, Bangerang Mann. Weil ich es kann, weil ich es kann.